Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Meerbuttertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Meerbuttertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Bosch Meerbutter Indigo. Die Indigo 1000 Link von Bosch trimmt rund 200 M2 pro Batterieladung in 50 Min. Und ist deshalb auch für Standorte bis ca. 1000 M2 gut geeignet. Es kann 10-mal angepasst werden, um sicherzustellen, dass Sie reduzierende Höhen zwischen 2 und 6 cm festlegen können. Er fährt sofort zurück zum Terminal für die Abrechnung, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr mit Grasbehandlung zusammenarbeiten müssen. Wenn gewünscht, können Sie die Anwendung nutzen, um einen Blick auf den derzeit gemähten Standort oder die Kartografie Ihres Grases zu werfen, die der Roboter separat produziert, oder einfach von einem anderen Ort aus zu verwalten. Im Zug auf Nummer 4 haben wir die Husqvarna Automower 310. Die 63x51x25 cm große Husqvarna Roboter-Rasenmäher ist wirklich effektiv und kann auch Steigungen von bis zu 40% erobern. Es ist daher besonders lohnend für sehr ungleiches oder schräges Gras, dieses Desichen trotz der stattdessen hohen Kosten zu erwerben. Es eignet für Gras so viel wie eine Dimension von 1000 M2 sowie dank integrierter Wiese-Innovationen, die Mähzeit ist sofort an die Werftentwicklung gewöhnt. Die Version identifiziert Ströme individuell und kann auch bequem an einer minimalen Position schneiden, da sie 4 Räder hat, mit denen sie effektiv navigiert werden kann. Auf Platz 3 haben wir die Wolfgarten Robo. Der Roboter-Rasenmäher von Wolfgarten arbeitet mit 77x59x39,5 cm und ist damit im Gegensatz zur Konkurrenz eher kontrastreich. Es eignet sich für Höfe ca. 500 m2, hat eine verkleinerte Größe von 20 cm und ist auch extrem leise insgesamt. Mit einem Gewicht von rund 18 kg ist es wirklich kräftig, aber im Gegenzug kann es viel länger als 3 Stunden auf einmal dauern. Er steigt Hänge von ca. 33% sowie dank der eingebauten Niederschlagsmesseinheit, Sie können das Dohl einrichten, um sicherzustellen, dass es stoppt, wenn es regnet. Im Zug auf Nummer 2 haben wir die Gartner Meerbutter R40 Li. Das 50x50x30 cm große sowie nur 1,8 kg leichte R40 Li Desichen eignet sich für kleinere Yards bis zu 400 M2. Es schneidet wirklich leiser und auch ausgiebig sowie die Trimzeiten können einfach konfiguriert werden. In Bezug auf die Kosten bleibt der Roboter im Einstiegsstandort, sodass das allgemeine Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet ist. Er erobert Steigungen von ca. 25%, verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku, der es dem Roboter ermöglicht, bis zu 50 Min. Auf einmal zu schneiden, und auch er energetisiert sofort und auch sofort am Terminal. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Gartner 407220 Meerbutter. Der R70 Li von Gartner war der effektivste Roboter-Rasenmäher. Es eignet sich für mittelgroße Werften mit ca. 700 M2 sowie behandelt mit einer 18-Volt-Batterie mit einer Fähigkeit von 1,6A, die der Roboter nutzen kann, um für eine HR zu schneiden. Das Füllsystem funktioniert sofort und die reduzierte Höhe kann inzwischen 2 und auch 5 cm offen nachjustiert werden. Die Essensauswahl ist klar und auch dank des winzigen Bildschirms können Sie die passenden Einstellungen der Momente schnell und ohne Aufwand vornehmen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.